Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Laura und wir sprechen heute wieder über den Konjunktiv 2 und zwar in der Vergangenheit. Also ich zeige dir, wie man die Formen bildet, wann man den Konjunktiv 2 in der Vergangenheit braucht und am Ende werden wir wieder gemeinsam eine Übung machen. Viel Spaß und let's go! Ich hätte das an deiner Stelle nicht gemacht. Oder wenn du besser aufgepasst hättest, wärst du in der Prüfung nicht durchgefallen. Diese Formen sind Konjunktiv 2 in der Vergangenheit. Und wir gucken uns jetzt an, wie wir diese Formen genau bilden. Im Prinzip ist die Bildung der Formen in der Vergangenheit relativ einfach. Denn wir benutzen immer eine Form von haben oder sein und das Partizip 2, also ganz ähnlich wie das normale Perfekt. Ich habe dir hier eine Übersicht gemacht mit Infinitiv, Perfekt und Konjunktiv 2, zum Beispiel für das Verb lernen. Das ganz normale Perfekt ist, ich habe gelernt. Im Konjunktiv 2 benutzen wir die Konjunktivform von haben, nämlich ich hätte, und das Partizip bleibt genauso. Ich hätte gelernt. Oder gehen. Er ist gegangen. Er wäre gegangen. Wäre ist die Konjunktiv-2-Form von sein. Das Verb sein im Perfekt ist ich bin gewesen. Im Konjunktiv machen wir daraus ich wäre gewesen. Und das Verb haben, wir haben gehabt im Konjunktiv. Wir hätten gehabt. Hier haben wir ein Modalverb, bezahlen müssen. Das ist im Perfekt, sie hat bezahlen müssen. Und im Konjunktiv, sie hätte bezahlen müssen. Die gute Nachricht ist, im Konjunktiv 2 gibt es nur eine Vergangenheitsform. Also wir müssen hier nicht mehr unterscheiden zwischen Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt und so weiter. Das hier ist unsere einzige Form im Konjunktiv 2 der Vergangenheit. Übrigens, wenn du die Formen im Konjunktiv Präsens nochmal wiederholen willst, dann habe ich dir hier oben unser Video verlinkt, in dem wir den Konjunktiv Präsens erklären. Schauen wir uns auch hier wieder den Satzbau an, also wo steht das Verb, wo stehen die Infinitive und so weiter. Im Hauptsatz ist das konjugierte Verb wie immer auf der zweiten Position. Also zum Beispiel, du hättest mich anrufen sollen. Das konjugierte Verb ist hättest auf Position 2. Im Nebensatz steht das konjugierte Verb auch wie immer am Satzende. Zum Beispiel, wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich dich angerufen. Also hier ist ein Nebensatz mit wenn, hätte ist das konjugierte Verb, es steht am Satzende. Wir machen dann ein Komma, dann kommt der Hauptsatz und wir beginnen hier mit dem konjugierten Verb. Es gibt auch Nebensätze, in denen ein Modalverb vorkommt. Und da ist es so, dass das konjugierte Verb noch vor den Infinitiven steht. Also, ich bin enttäuscht, weil du mich hättest anrufen sollen. Hättest ist unser konjugiertes Verb. Das ist unsere Konjunktivform. Und die steht vor den beiden Infinitiven. Wir haben das Modalverb ganz am Ende. Und das Modalverb braucht ja immer einen Infinitiv. In diesem Fall anrufen. Und diese drei Wörter stehen also alle zusammen. Und der Konjunktiv steht vor den Infinitiven. Wann benutzen wir jetzt den Konjunktiv in der Vergangenheit? Und ganz ähnlich wie im Präsens auch, wird der Konjunktiv in der Vergangenheit für Vorschläge oder Ratschläge benutzt. Zum Beispiel, wir hätten uns schon früher treffen können, aber du hast mir ja leider nicht geantwortet.
Du hättest schon früher zum Orthopäden gehen sollen, dann hättest du jetzt nicht solche Rückenschmerzen. Und sie hätte früher losfahren müssen, dann wäre sie nicht zu spät gekommen. Und vielleicht hast du es gemerkt, dass diese Formen ein bisschen vorwurfsvoll klingen. Also sie drücken ein Bedauern oder einen Vorwurf aus, wenn wir sie in der Vergangenheit benutzen. Also ein Bedauern heißt, dass einem etwas leid tut oder ein Vorwurf ist, ja, wie eine Kritik. Außerdem benutzen wir den Konjunktiv in der Vergangenheit für irreale Wünsche, also Wünsche, die nicht der Realität entsprechen und auch nicht mehr erfüllbar sind. Zum Beispiel, wenn ich den Lottoschein nicht verloren hätte, wäre ich jetzt Millionärin. Aber dieser Wunsch ist leider nicht mehr erfüllbar, denn ich habe den Lottoschein verloren und ich bin keine Millionärin. Du könntest es auch anders formulieren und den Satz ohne wenn sagen. Zum Beispiel, hätte ich doch den Lottoschein nicht verloren. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir leiten den Satz mit wenn ein oder einfach ohne wenn, dann steht das Verb an Position 1. Hätte ich doch den Lottoschein nicht verloren. Und wenn wir die zweite Option wählen, also ohne wenn, dann steht dieser Nebensatz alleine und hat immer eine Partikel. Also zum Beispiel doch, bloß oder nur. Hätte ich doch den Lottoschein nicht verloren. Oder wäre ich doch früher aufgestanden, dann hätte ich den Bus nicht verpasst. Oder hätte ich nur eher angerufen, dann hätte ich noch mit meiner Freundin sprechen können. Und so weiter. Also diese Partikel doch, bloß und nur benutzen wir immer, wenn unser Wunschsatz alleine steht und kein Wenn beinhaltet. Auch für irreale Bedingungen benutzen wir den Konjunktiv in der Vergangenheit. Zum Beispiel, wenn ich im Lotto gewonnen hätte, hätte ich eine Weltreise machen können. Habe ich aber leider nicht. Also kann ich keine Weltreise machen. Und das ist hier in der Vergangenheit. Also die Lottoziehung war schon vor ein paar Wochen und ich habe leider nicht gewonnen. Oder wenn du mir nicht geholfen hättest, wäre ich in der Prüfung durchgefallen. Aber zum Glück hast du mir geholfen. Auch hier siehst du, dass im Hauptsatz und im Nebensatz der Konjunktiv 2 steht. Also hier gewonnen hätte und hätte machen können. Geholfen hätte, wäre durchgefallen. Kommen wir jetzt zu einer kleinen Übung, in der du Sätze im Konjunktiv 2 der Vergangenheit bilden sollst. Und du siehst hier schon die Satzanfänge, also wenn du oder wir oder was. Und was hier in Klammern steht, sollst du im Konjunktiv formulieren. Also du kannst hier wie immer das Video kurz pausieren, dir Notizen machen oder die Lösung in die Kommentare schreiben und wir kontrollieren gleich zusammen. So, dann gucken wir mal. Starten wir mit Nummer 1. Wenn du früher losgefahren wärst, hätten wir mehr Zeit gehabt. Losgefahren wärst und hätten gehabt. Denk immer an die Perfektform. Das Perfekt hier ist, du bist losgefahren und der Konjunktiv von du bist ist, du wärst. Oder Perfekt. Wir haben Zeit gehabt. Der Konjunktiv ist, wir hätten Zeit gehabt. Nummer 2. Wir hätten aufs Konzert gehen können, wenn du die Tickets nicht verloren hättest. Hätten gehen können. Also ein Beispiel mit Modalverb. Wir benutzen die beiden Infinitive und unser Hilfsverb. Hätten, hätten gehen können. Dann kommt der Nebensatz mit wenn, das heißt, das konjugierte Verb steht am Ende.
verloren hättest. Und das letzte Beispiel. Was hättest du anders gemacht, wenn du an meiner Stelle gewesen wärst? Denk auch wieder an das Perfekt. Du hast gemacht, du hättest gemacht. Und du bist gewesen, du wärst gewesen. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und ich hoffe sehr, dass es dir auch geholfen hat, den Konjunktiv 2 der Vergangenheit etwas besser zu verstehen. Und du findest jetzt unter diesem Video in der Beschreibung wieder einen Link, über den du dir das Skript zum Video runterladen kannst. Und wie immer gibt es auch ein paar Übungen, um das Ganze nochmal anzuwenden. Ich wünsche dir viel Spaß und bis bald.